Hi Leute, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich dir das Unboxing eines weiteren Smartphones zeigen, und zwar das Unboxing eines ganz besonderen Smartphones, nämlich eines der Flagship-Smartphones für das Jahr 2017. Und die Rede ist hier natürlich vom brandneuen LG G6, bei mir in diesem Video in der Farbe Schwarz. In dem Video packen wir natürlich das Gerät aus, wir werfen einen ganz kurzen Blick auf den Lieferumfang, wir machen aber einen detaillierten Rundgang um das Gerät, ich werde nochmal alle technischen Daten erwähnen, ich werde euch auch meinen zweiten Eindruck mitteilen, denn ich konnte das Gerät ja bereits zum MWC in Barcelona das erste Mal anfassen, und falls ihr ein anderes Unboxing-Video zum G6 sehen wollt, das habe ich euch in der Beschreibung verlinkt, nämlich von Fuchs von Fuchsphone, und der hat das LG G6 nicht in der Farbe Schwarz, sondern ich glaube in der Farbe Arctis Silver bekommen. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro und dann geht's schon los mit dem Unboxing des LG G6. Und damit können wir auch schon das Unboxing des brandneuen LG G6 starten, wobei ich am Anfang fairerweise sagen muss, dass es sich hierbei um die Pressebox handelt. Das heißt, das Gerät, was ihr zu einem späteren Zeitpunkt im Geschäft kaufen könnt, beinhaltet doch deutlich mehr Lieferumfang, auf den ich aber auch gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Die Verpackung des G6 ist komplett schwarz gehalten. Auf der Vorderseite haben wir nochmals die Namensgebung in Silber aufgedruckt und auf der linken Verpackungsseite haben wir den Slogan von LG, den es bereits seit dem letzten Jahr gibt, nämlich Life's good when you play more. Auf der Rückseite dieser Pressebox haben wir nichts. Es könnte sein, dass bei der Verkaufsversion dort einige technische Daten stehen. Und auf der rechten Verpackungsseite habe ich nochmals den Hinweis, welche Version, welche Farbvariante ich in diesem Fall bekommen habe. Nämlich die schwarze Farbvariante, die meiner Meinung nach noch mit am besten aussieht. Und damit können wir auch schon den Deckel der Verpackung abheben. Und zum Vorschein kommt natürlich erstmal das LG G6 an sich, was ich nochmal ganz kurz zur Seite legen werde, denn wir schauen uns den restlichen Lieferumfang an, beziehungsweise ich werde euch mitteilen, was ihr erwarten dürft, wenn ihr euch das G6 kaufen werdet. Zum einen haben wir natürlich ein modulares Netzteil von LG, ist Quick Charge 3.0 fähig, das heißt eine Fast Charge Technologie wird hier zum Einsatz kommen, und ihr könnt es auch sehen im Kopf dieses Netzteils, wenn es denn mal fokussiert, ist das auch nochmal aufgedruckt. Fast Charging mit dem LG G6 natürlich kein Problem. Und dann haben wir zum modularen Netzteil natürlich noch das Daten- und Ladekabel. Bedeutet, auf der einen Seite haben wir USB Typ C, also den neuesten Anschluss, den ich wechselseitig dann im G6 verwenden kann, und auf der anderen Seite einen herkömmlichen USB-Anschluss. Und zu guter Letzt, zumindest in meiner Box, haben wir das sogenannte SIM-Karten- bzw. Eject-Tool zum Öffnen des SIM-Karten- bzw. Micro-SD-Karten-Slots beim G6. Was erwartet euch noch? Unter anderem erwartet euch noch ein Wildledertuch zum Reinigen des G6. Ihr werdet auch noch ein paar Headsets bekommen und zu guter Letzt noch eine Wildlederhülle, damit ihr das G6 auch vor Schäden bzw. Kratzern und sonstigen Beschädigungen schützen könnt. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Gerät, auf das ich mich seit dem MWC, also seit einigen Wochen, doch tierisch freue, nämlich dem LG G6. Und schauen uns das Gerät erstmal kurz von der Vorderseite an. Wir haben auf der Vorderseite Gorilla Glass 3. Auf der Rückseite haben wir sogar Gorilla Glass 5. Das ist sogar leicht gebogen zum Gehäuserand. Ich glaube, das könnt ihr hier im Video ganz gut erkennen. Und der Rahmen besteht komplett aus Metall. Das heißt, wir haben hier so eine Art Sandwich-System aus Glas auf der Vorderseite, Glas auf der Rückseite und einem wirklich sehr stabilen Metallrahmen. Das Gerät ist 148,96 mm hoch, 71,9 mm breit und gerade einmal 7,9 mm dick, hat dabei ein Gewicht bei diesem 5,7 Zoll großen Gerät von wirklich guten 163 Gramm, und das komplette Gehäuse ist nach IP68 zertifiziert. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit diesem Gerät in Süßwasser für 30 Minuten in eine Tiefe von 1,5 Meter tauchen zu gehen. Auf der Vorderseite haben wir erstmal oberhalb des Displays eine 5 Megapixel Frontkamera mit 100 Grad Weitwinkelobjektiv und F2.2 Blende, Hörmuschel natürlich. Wir haben eine Benachrichtigungs-LED dabei und unter dem Display haben wir, könnt ihr wirklich nur ganz schwer sehen bei diesem schwarzen Modell, noch den LG-Schriftzug. Dann schalte ich das Gerät mal ein, und zwar über die Rückseite, komme ich aber auch gleich drauf zu sprechen. Und zum Leben wird natürlich eigentlich das da des LG G6 erweckt, nämlich das Display. In diesem Fall ist das 5,7 Zoll groß, das heißt 5,7 Zoll in der Diagonalen, löst dabei mit 2880 x 1440 Bildpunkten auf und hat dabei ein Display, ein Seitenverhältnis von 18:9
und ein Oberflächenverhältnis von Display zu Gehäuse von 80%. Das heißt, 80% der Vorderseite, und ihr könnt das wirklich jetzt schon sehr gut sehen, wird durch das Display eingenommen, sodass man hier wirklich ein komplett großes Display auf der Vorderseite hat. 564 ppi macht das Ganze dann aus, das heißt, die Pixeldichte ist echt extrem hoch und unterstützt HDR-Inhalte unter anderem von Netflix. Das wird sehr wahrscheinlich aber erst im Laufe des Jahres dann hier mit dem G6 möglich sein. Kommen wir mal ganz kurz auf die Rückseite zu sprechen, und dort haben wir ein weiteres Feature bzw. Highlight, was beim G6 nochmals verbessert wurde, nämlich die Dual-Kamera. Das heißt, wir haben zwei Kameras auf der Rückseite und zwar mit 13 Megapixel Auflösung. Das heißt, die Standardkamera löst mit 13 Megapixeln auf, hat dabei ein 71-Grad-Objektiv, eine f1.8 Blende optischen und auch einen elektronischen Bildstabilisator, damit natürlich Bilder und auch Videos recht verwackelfrei sind. Und auf der anderen Seite haben wir eine 13-Megapixel-Linse mit 125-Grad-Weitwinkel-Objektiv, sodass ihr die Möglichkeit habt, nicht nur kleine Bildausschnitte mit der Standardkamera aufzunehmen, sondern wirklich auch im großen, im weiten Winkel, nämlich mit 125 Grad. Hier gibt es allerdings keine optische Bildstabilisierung. Unter dem Gorilla Glass 3 bzw. 5 auf der Rückseite steckt dann noch ein 3300 mAh starker Akku, der auch hier bei dieser Gehäusegröße ungefähr 300 mAh größer ist als im Galaxy S8. Quick Charge 3.0 fähig natürlich, und das Ganze kann, wie gesagt, via Fast Charging aufgeladen werden. Auf der rechten Gehäuseseite haben wir dann hier einen Einschub für Micro-SD-Karte bzw. Nano-SIM-Karte. Im Fuß des Gerätes haben wir dann den USB-Typ-C-Anschluss, den Lautsprecher und auch das Mikrofon zum Telefonieren. Auf der linken Gehäuseseite haben wir eine zweiteilige Lautstärkewippe. Und im Kopf des Gerätes haben wir ein zweites Mikrofon plus die Klinkenbuchse für die Kopfhörer. Das heißt, die Kopfhörer, die mitgeliefert werden, können die auch direkt nativ hier über die Klinkenbuchse anschließen, braucht also kein Adapterkabel, wie das zum Beispiel bei dem Apple iPhone der Fall ist. Als Betriebssystem kommt hier natürlich Android 7 Nougat zum Einsatz. Wir haben hier die neueste Oberfläche von LG an Bord. Angetrieben wird das Ganze von einem Qualcomm Snapdragon 821, der taktet mit 2,35 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, MicroSD-Karte bis 2 TB. Wir haben natürlich dann WLAN AC dabei, Bluetooth 4.2, alles, was man eigentlich benötigt. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meinem kurzen Unboxing und der Vorstellung im zweiten Eindruck des LG G6. Und ich muss auch jetzt wieder sagen, was mich wirklich beeindruckt bei diesem Gerät, ist doch wirklich das kompakte Gehäuse bei diesem riesengroßen Display. Mit einer Breite von knapp 72 mm liegt das wirklich außerordentlich gut in der Hand. Das heißt, es ist auch selbst für Kleinhände wirklich durchaus gut geeignet und man hat eine relativ gute Einhandbedienung. Natürlich nicht im oberen Bereich des Displays, aber dafür in die Breite, das heißt die Hälfte des Displays, könnt ihr ohne Probleme mit eurem Daumen erreichen. Ansonsten das Gerät auf den ersten Blick wirklich fantastisch verarbeitet. Glas auf der Rückseite, Glas auf der Vorderseite und, habe ich fast ganz vergessen, wir haben natürlich hier hinten auch einen Fingerabdrucksensor und zugleich auch Powerbutton. Voll. Hat er natürlich oder hat sie natürlich vollkommen recht. Auf der Rückseite haben wir den Power-Button und auch Fingerabdrucksensor. Das heißt, darüber habe ich die Möglichkeit, das Gerät einzuschalten bzw. auch das Gerät zu entsperren. Und damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Unboxings zum LG G6. Bedanke mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, und würde mich sogar riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis dahin, macht's gut und ciao.